Ja, das war jetzt in der Nacht, wo ich dort geschlafen habe. Ne? Da hat der Klaus mir dann einiges erzählt und dann hat er gesagt, komm, wir beten noch zusammen. Und das war für mich dann natürlich auch, ne? Also ich war früher katholisch und habe das an sich auch ziemlich ernst genommen. Bin Messdiener gewesen und Kirchenchor und Zeltlager und so, alles, was da so drum und dazu gehört. Aber dann irgendwo, dann kam dann so ein Schnitt, dann war das für mich vorbei. Ne? Dann bin ich halt nicht mehr in die Kirche gegangen und dann war das für mich erledigt. Ne? Ja, und dann war das schon was Besonderes, jetzt da mit dem fremden Mann zu beten. Das kannte ich jetzt ja auch nicht so. Ne? Man hat man ja alleine für sich gebetet. Ne? Gut, dann haben wir da mal zusammen gebetet und dann habe ich dann da geschlafen. Und am nächsten Morgen, ich wach auf und das war für mich wie ein neuer Tag. Ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben. Ich war irgendwie so glücklich und so frei. Und da war auch dann die Gebundenheit, welche jetzt mit Bier trinken, also muss ich sagen, das war schon ziemlich viel gewesen. Ne? Und ja, mit dem Rauchen und was eben so dazugehört. Ne? Und da war ich auf einmal Frau und hatte, und vergiss auch nie, das war erstmal die Nacht vom 6. zum 7. September 1971. Ja, und dann bin ich dann von Ostheim mit der Straßenbahn in die, das Amt war in der Stadtmitte. Und das war schon ein Stück. Und dann bin ich da mit der Straßenbahn gefahren. Also das war ein Erlebnis. Obwohl das jetzt schon zig Jahre her ist, kann ich einfach nicht vergessen. Einfach anders gesehen, anders gefühlt. Ja, irgendwie neu geworden. Ne? Und ja, und ich, und das weiß ich eben, ne? dass das eben Jesus macht und dass das nichts mit Religion oder mit Kirche oder was zu tun hat, ne? Sondern eben dieser ganz normale Glaube eben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er lebt, für uns gestorben ist, dass er lebt, auferstanden ist und dass er jetzt da ist, im unsichtbaren Bereich, für uns eben nicht sichtbar, aber wer ihn eben von Herzen anruft, der soll errettet werden. Ne? Und ja, das war so das Erlebnis, wie ich zum Herbert gehe. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann musste ich noch, beim Grenzschutz musste man 2 Jahre machen, bei der Bundeswehr 1,5. Aber das habe ich dann trotzdem gemacht, weil es eben viel mehr Geld gab. Und nach den 2 Jahren gibt es dann noch eine ziemlich hohe Abfindung, wenn man dann fertig ist. Und jetzt hatte ich dann, ja, 1,75 Jahre hatte ich jetzt rum. Ich habe dann noch einen Urlaub gehabt, den habe ich genommen. Ja, und dann hat mir jetzt 1/4 Jahr noch gefehlt. Und dann habe ich beim Grenzschutz gekündigt. Und dann haben die noch gesagt, Mensch, bist du bescheuert, ne? Jetzt da das 1/4 Jahr, da die 3 Monate, ne? Und dann die hohe Prämie, die dann entgehen lassen. Und dann mit der Gefahr, dass du vielleicht doch noch Zivildienst machen musst, weil du nicht alles fertig gemacht hast. Ne, ich habe gesagt, das mache ich nicht, ne? Ja, und dann habe ich dann auch verweigert. Es gab dann noch eine Verhandlung. Bin ich dann eben auch anerkannt worden, ne, dass ich das nicht mehr machen kann, ne, wenn jetzt ja eine Waffe jetzt in der Hand nehmen. Also das ist zwar Grenzschutz, aber die haben trotzdem auch ein Maschinengewehr. Ne, und da wird auch geübt, also nicht nur auf den Arm oder auf die Beine zu ziehen, sondern auch eben aufs Herz zu ziehen. Ne, also das weiß man natürlich nicht jeder so. Ne. Ja, und dann, so bin ich dann zum Herbert. Und dann war ich dann eben abgeherbert. Dann habe ich dann auch da gewohnt. Und so bin ich dann zum Herbert gekommen. Dann gab es dann auch nochmal ein Schreiben, dass ich halt Zivildienst machen musste. Aber dann haben wir dann geschrieben, dass ich 1,75 Jahre schon gemacht habe. Und dann war das auch erledigt. Dann brauchte ich auch keinen Zivildienst mehr machen. Und so war ich dann eben ganz frei beim Herbert gewesen. Und das Geld, das ich dann gespart hatte, das habe ich dann der Gruppe gegeben. Und habe eben dann dann alles soweit abgebrochen mit den Eltern, mit Freunden, Bekannten. Ich habe ihnen wohl erzählt, was ich erlebt habe. Und ja, manche, die haben dann eben gezweifelt, haben ja auch so einige gesagt damals, oh, das ist Modeerscheinung da, Jesus People und so, was da eben damals in Amerika war und was eben auch dann hier nach Deutschland gekommen ist. Ja, warten wir mal ab in ein paar Jahren oder so. Ne? Aber da haben sich dann, einige sind trotzdem gegangen, aber es gibt eben auch welche, die sind treu geblieben. Ne? Und ja, es ist ein schönes, bewegtes Leben, kann ich sagen. Ne? Da ist auch Höhen und Tiefen, auch bei der Gruppe 91. Aber ich möchte trotzdem nichts anderes und bereue es auch nicht, dass ich das gemacht habe, den Weg gegangen bin.